Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen TCG-Opening. Ich habe freundlicherweise 11 Booster-Packs von Ahuhan geschenkt bekommen. Falls ihr auch Online-Codes habt von Booster-Packs und die nicht mehr braucht, weil Ahuhan hat mir nämlich geschrieben, so, yo, ich hätte sie eh sonst weggeschmissen, könnt ihr mir die gerne auf Twitter schreiben. Dann könnte ich davon dann wieder neue Booster-Openings aufnehmen für euch. Und Ahuhan hat mir gesagt, in dem einen Burning Shadows Booster Pack wird Rainbow Marshadow GX drin sein. Ich bin gespannt, ob es stimmt. Aber das sehen wir ganz zum Schluss. Als allererstes werden wir die drei Sonne- und Mond-Booster Packs öffnen. Ich weiß nicht, bei 11 Boostern, 2 GX wären nice. Eine GX würde ich sagen, Minimum hätte ich super gerne. Eine Full Art wäre nice und 2 GX wären nice. Aber ich bin gespannt, wir haben einen Reverse Arboretos und ein Silvaro. Nice. Ist das Silvaro gut? Für eine Münze bei Kopf fügt diese Attacke 30 Schadenspunkte mehr zu. Dieses Pokémon fügt sich selbst. Ja, ist in Ordnung. Ansonsten, was macht Lydia eigentlich? Ich ziehe so lange Karten, bis du 6 Karten auf der Hand hast. Wenn es dein erster Zug ist, ziehe so lange Karten. Lol. Die ist ja saugut, die Karte. Spielt man die? Also, die kommt mir eigentlich recht stark vor. Ansonsten, ja, ist ein solides erstes Booster-Pack. Wie gesagt, also eine GX Minimum, 2 wäre nice und eine Full Art wäre auch sehr nice. Und wir bekommen einen Austausch als Rare. Das Artwork ist ganz cool. Kann man sich nicht beschweren, das stimmt. Das Artwork ist ganz nice. Und es gibt eine Vulcano-Karte in dem Set. Okay. Das Scarnovil-Artwork ist auch richtig, richtig cool, wie es durch den Sand läuft. Aber ansonsten auch nichts Atemberaubendes. Reverse Lusardi. Ist Lusardi eine Rare? Nee, okay, ist es nicht. Ja, nevermind. Okay. Da öffnen wir das letzte Sonne- und Mond-Pack. Und hier haben wir. Ich glaube, das Evoli war, wie gesagt, gut. Baya. Quabuzzi ist richtig süß. Vulcano als Reverse. Und unsere Rare ist ein Primarena GX. Primarena. Nice. Also Primarena heißt im Englischen. Primarena GX, sehr, sehr cool. Noch im letzten Sonne- und Mondbooster eine GX erzeugt. Das ist die eine GX. Aber ich hätte gerne noch mehr. Also 2 GX wären sehr nice. Eine GX Minimum, eine GX muss sein. 2 wären sau nice und 3 wären sowieso übelst gut. Und eine Full Art, wenn eine Full Art bei denen dabei ist, wäre sowieso auch sau nice. Aber wir haben ja noch 8 Booster vor uns und davon sind 7 von Stunde der Wächter. Ich glaube, da habe ich hier auf meinem Account fast noch gar nichts gezogen von den Booster Packs. Deswegen, I don't know, mal schauen, ob wir da vielleicht was Gutes zusammenbekommen. Wir werden es sehen. Ja, doch, ein bisschen habe ich was gezogen. Wir hatten, glaube ich, auch das letzte Mal ein paar, weil ich habe ja über das Wuffels Artwork gesprochen. Von Naoki Saito heißt sie, glaube ich. Genau, Naoki Saito, die so coole Artworks macht. Smashok kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Das sieht auch sehr nice aus. Und unsere Rare ist ein Koryogel. Ist okay. Ist in Ordnung. Lege eine Energie von diesem Pokémon auf deinem Ablagestapel. Wenn du das musst, lege eine Energie vom aktiven Pokémon deines Gegners ab. Das ist gar nicht so bad. Aber 30 ist halt echt. Durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Feuerbasis-Pokémon und lege sie auf deine Bank. Zählen darunter auch EX-Karten? Ja, ne? Das könnte eigentlich ganz stark sein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Könnte man vielleicht irgendwas Lustiges mitbauen? Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was gerade alles so Meta ist. Smogelbaum ist immer noch nach wie vor eins der coolsten Artworks. Ja, ansonsten nichts großartiges Neues. Und Agrostella GX! Holy shit! Nice! 2 GX-Karten. Ich glaube, Agrostella ist nicht so krass. Sieht aber sehr cool aus, auf jeden Fall. Aber wir haben gerade mal 5 Booster geöffnet und haben noch 6 vor uns und haben schon 2 GX-Karten gezogen. Das ist nicht schlecht. Also, beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Und wir schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas Sickes ziehen. Also wenn wir, also 3 GX sind halt echt krass. Okay, Multitausch als Reverse, das Licht ist neu. Das Lichtler-Artwork ist halt sau creepy, holy shit. Ja, aber ansonsten auch nichts. Rettungsraum, okay. Nichts Spektakuläres. Alola Volnuna GX! Holy shit. Okay, wir haben schon 3 GX-Karten. Alola Volnuna ist tatsächlich, glaube ich, spielbar. Ist, glaube ich, echt nicht bad. Also von daher nehme ich auf jeden Fall nach 6 Boostern 3 GX-Karten. Holy shit. Also wenn wir noch eine GX bekommen, das wäre schon krass.
Kimochi Tosh hat mir jemals Reverse. Sabirus Artwork ist sehr nice. Ja, warum auch, ja. Darüber reden wir nicht. Und nochmal Koryogel. Wie gesagt, ich weiß nicht. Das Koryogel könnte cool sein. Aber, ja, ich weiß nicht. Okay, Pampam hatten wir hier zum Beispiel noch nicht. Ich glaube, das. Nee, das ist keine Rare. Ich mache Lusardin echt gerne. Gibt es eigentlich. Es gibt nur Lusardin als Schwarm-Pokémon, als Groß-Pokémon, als GX, ne? Das Macholo hier. Richtig am Dabben. Holy shit. Ja, ja, Pampam. Ich muss sagen, ich finde Pampam ja super süß, aber vor allem das Artwork ist auch sau. Ist richtig cool. Kann man nicht anders sagen, aber. Ja, ich habe halt schlechte Erfahrungen mit Pampam und Schnäppke sowieso hier. Sehr, sehr nice. Sieht aus, als wäre hier oben ein Pizzastück. Aber ist halt einfach auch ein Schnäppke. Und unsere Rare wird ein Elisart. Ist das eine Holo? Nee, ne? Okzuki, zu einer Donner, diese Attacke fügt. Ein Pokémon auf deine Bank, 30 Schaden. Okay, das ist in Ordnung. Mir fallen eine Münze bei Kopf für diese Attacke 20. Ja, okay. Die Karte ist nicht so geil. Ich glaube, damit kann man nicht so viel anfangen. Also nicht unbedingt so das krasse Pack. Wie gesagt, Koryogel. Könnt ihr mir, falls ihr es wisst, in die Kommentare schreiben. Oh, lol. Ein Reverse Miniras, ein Miniras. Ich glaube, hier gibt es GX Grandiras drin. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Vierte GX, holy shit. Also, 8 Booster und schon 4 GX-Karten. Holy shit. Zweiter Agrostella GX. Wir machen weiter. Wir haben noch 2 Booster vor uns. Nee, ich glaube, 9 Booster haben wir jetzt aufgemacht. Genau, wir haben 9 Booster aufgemacht. 4 GX-Karten. Haben hier... Spezialhammer ist ganz nice. Wasserpflaster ist okay. Und unsere Rare ist ein Dressella. Kein Holo. Wirft 3 Münzen. Diese Attacke fügt 40 Schadenspunkte pro Kopf zu. Dieses Pokémon, okay, das ist Trash. Diese Attacke fügt jedem Pokémon deines Gegners 10 Schadenspunkte zu. Das ist in Ordnung. Also, falls es wieder so Stack-Pokémon gibt, wo man Schadensmarken auf die Gegner stacken muss, in der Bank, da ist es okay. Aber auch nichts Überragendes. Und jetzt kommt das heilige letzte Burning Shadows Booster Pack. Werden wir hier wirklich irgendwas Gutes drin ziehen? 4 GX haben wir schon. Also, wie gesagt, das ist schon mal sehr nice. Und wir haben auf jeden Fall schon mal eine Reverse Rare. Ansonsten sind die Karten. Ich liebe dieses Alola Radfratz Artwork, das ist echt süß. Und unsere Reverse Rare ist ein Setra King, welches gegen ein Azumarill kämpft? Ist das Azumarill? Ist kein Merrill, oder? Ist es unter Wasser? Ich glaube ja, ne? Gegen ein Azumarill kämpft. Bei dieser Attacke fügt ein Pokémon eines Gegners, auf dem mindestens eine Schadensmarke liegt, 90 Schadenspunkte zu. Das meine ich halt, das mit diesen Schadensmarken stacken. Also wenn man jetzt mit Dressella auf die Bank-Pokémon überall also 10 Schadenspunkte, also eine Schadensmarke draufgepackt hätte und dann würde man halt mit Lake angreifen hier, oder Handlake, fügt man halt eben 90 Schadenspunkte zu, was ganz nice ist. Lege eine Wasserenergie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Diese Attacke fügt ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Ist auch nicht schlecht. Also diese Karte... Ja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dafür dann 2 Pokémon zu entwickeln, aber ansonsten ist die Karte ja auch nicht bad. Und wir haben ein... Oho! Ein Rainbow Marshadow GX! Nee, aber kein Scheiß, wir haben 4 GX bekommen, also absolut zufrieden. Heil bei diesem Pokémon genauso viel Schaden, wie du beim aktiven Pokémon als Gegner zugefügt hast. Das ist okay. Würfel 4 Münzen, dieser Attacke fügt 50 Schadenspunkte pro Kopf zu, das ist nicht so krass. Aber ja, ich würde sagen, wir... gehen hier, Filter, Pokémon GX, Kacheln und wir haben hier die 2 Agrostella GX Karten. Sieht sau nice aus und Alola, wie gesagt, ich glaube Alola Bonona kann man im Kompetitiven, sage ich mal, spielen. Von daher sehr nice und Primarine GX hatte ich tatsächlich schon mal. Also habe ich jetzt auch 2 Mal. Ich weiß nicht, ob man Primarine spielen kann, aber ansonsten war es das hier, glaube ich, tatsächlich schon. Wir haben, wie gesagt, 4 GX Karten, super gut. Und ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich bin super happy mit der Ausbeute. Und wie gesagt, falls ihr noch Codes übrig habt, schickt mir die gerne zu. Auf Twitter am besten, @RazorZockt. Findet ihr auch unten noch meine Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.